Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu der 485. Folge von Let's Play Omsi 2. Wir fahren heute auf der Map Waldhofen die Linie 593 vom Mühlerforst zum Waldhofener Bahnhof. Und das tun wir heute im Mercedes-Benz Sprinter City 77. Bus und Karte hat sich der Till gewünscht. Und ja, die Idee fand ich wirklich mal sehr interessant, denn wir sind ja wirklich sehr selten mit solchen Minibussen bisher im Let's Play gefahren und das wird heute mal wirklich etwas ganz anderes für uns werden. Ja, und wir stehen hier schon am Mühlerforst, ganz gut bereit, genau, so stehen wir voll bereit. Hier schon mal das Cockpit, erstmal von außen, dieser Minibus hier, wir können mal kurz sehen, wie viele Sitzplätze der hat, 1, 2, 3, wobei das ist ja auch für, das ist so ein auch Kinderwagen, Stellplatz und für Menschen mit Rollstuhl. Irgendwie kann man, da müsste irgendwie ein Aufkleber sein oder irgendwie, dass die sich hier so, zumindest bei einem Rollstuhl, dass sie da ihre Bremsen anziehen können. Das habe ich schon in Bussen oft gesehen. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 17 Plätze müssen es sein, oder 18, irgendwie so um den Dreh. Und natürlich noch eine ganze Menge Stehplätze. Also es ist nicht zu unterschätzen, wie viele Leute hier doch reingehen. Und, ja. Ich würde sagen, wir schmeißen mal den Motor an und wagen mal das Abenteuer. So, und wir machen natürlich die Hilfspfeile an, denn ist ja, denke ich mal, im Interesse aller, dass wir auch da ankommen, wo wir hinwollen. So. Der Bus hat, obwohl er ja wirklich sehr klein ist, zwei Türen. Eine vorne, ich kann euch das mal zeigen, und hinten. Das finde ich ist schon erstaunlich, wenn man wirklich bedenkt, wie klein der ist. Und auch noch breite Türen, ne? Und auch noch hier mit einer Rampe. Also wirklich erstaunlich. Geräumiges Wunder, ja. Wir schildern mal ganz kurz die 593 mit der Hilfe und sagen... Waldhofen Bahnhof. Siehst du, und da kommen die ersten hier schon wie bekloppt angerannt. Schönen guten Tag. Wir haben ja auch einen tollen Blick heute, um die Fahrgäste zu sehen. Ach, die ist sogar... Ah, ich kann hier direkt durchscrollen, da komme ich auch dahin. Ach, und wir haben sogar vorprogrammiert, dass wir auf dem Beifahrersitz sitzen können. Okay, Scheibenwischer geht auch, alles gut. Wir haben heute aber einen wunderschönen Sommertag, wie ihr seht. Und noch etwas Verfrühung, aber nur noch wirklich ganz, ganz wenig. Ja, gut, ganz wenig ist. Das ist schon ein bisschen mehr als ganz wenig. Wir spulen mal einen kleinen Ticken vor. Ich glaube, um 13 Uhr ist hier Abfahrt, genau um 13 Uhr. Könnt ihr noch ein bisschen angucken, umgucken. Wir können hier unsere Fahrertür können wir auf und zu machen. Plom. Dann können wir, ja gut, die Beifahrertür geht nicht, aber... Hinten haben wir... Ach, Moment, da vertausche ich gerade was. Denn, ich hatte nämlich da schon was geplant für eine der nächsten Aufnahmen, bustechnisch. Und dann habe ich das jetzt gerade irgendwie vertauscht. Entschuldigung. Passiert. Gerade bei älteren Leuten wie mir, bitte, ne? Also, habt da etwas Nachsicht. Das ist, ja, passiert. Aber schönes Interieur natürlich auch. Und auch hier mit der Beleuchtung. Sieht das sehr schick aus. Holzboden. Und der ist natürlich etwas länger als ein normaler Sprinter, ist klar. Ich denke mal, bis hier oder bis hier so geht der normale Sprinter. Und ich glaube, was ist das? 7 oder 8 Meter ist das lang, das Fahrzeug? Auf jeden Fall finde ich mal was wirklich sehr Interessantes für die heutige Reise. Und ich würde sagen, wir kommen, rechnen nochmal auf. So, haben ein Automatikgetriebe. Es gibt so auch ein manuelle Version des Busses. Aber, ja, komischerweise funktioniert da meine Schaltung hier vom Lenkrad nicht. Da kann ich also leider nicht so recht schalten. Und das deswegen fahren wir heute jetzt mal mit Automatik. So, für alle, die sich wundern, der Tacho hier, der funktioniert nicht ganz genau. Wir müssen uns... oben dran halten, wie schnell wir fahren. Nicht Nicht unten am Tacho unbedingt. Also guckt besser oben. Ja, wir müssen dann gucken, dass wir ja ungefähr 20 schneller. Ungefähr 20 schneller ist der Tacho. So können wir uns das merken. Wenn wir 50 fahren sollen, fahren wir 70. Und wenn wir 30 fahren sollen, fahren wir 50. Ne? Das ist hier eine Mission, du. Oje, sagen Sie, können Sie nicht mal anständig fahren? Wie? Nicht, dass der wirklich denkt, wir fahren jetzt gerade 60, obwohl wir nur 50 oder eine 40 fahren. So. Siedlung Müllertal. Hier ist niemand. Okay, dann geht die Reise direkt weiter. Gefälle. Kleiner Gang. Ja gut, wir müssen uns darum ja eh nicht kümmern. Also das ist ja schon mal jetzt ein Vorteil. So. Jetzt müssen wir aber ein bisschen gucken. Jetzt, warum kann man denn hier nur 50 fahren? Was ist das denn für eine Schleichstrecke hier? Ach, das geht berghoch, nicht? Ach. Doch, es geht berghoch. Ich dachte mir, wieso fährt der LKW so, der Bus so langsam? Ja gut, aber damit wäre das jetzt so gewissermaßen akzeptiert. Und wir müssen mal ein kurzes Thumbnail machen. Fällt mir gerade auf. Na, also, das ist gar nicht so leicht. Das sieht jetzt vielleicht so leicht aus, aber das ist schon relativ schwierig, so einen kleinen Bus jetzt hier auf das Thumbnail drauf zu kriegen. Ja, wir haben ja auch Luxussorgen. Ne? Wobei der Bus ist natürlich dann primär für Strecken geeignet, die wirklich wenig frequentiert sind, wo sich dann der Einsatz von einem richtigen Linienbus gar nicht lohnt. Komm, 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 komm. Jetzt hier nicht versagen. Ab geht die Post. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Linie hier so ein Fall ist. Ja, wobei, gut, noch ist es so, aber ich denke mal, die meisten Linien in Omsi sind ja wirklich für, ja, viele Fahrgäste ausgelegt, damit man auch ein bisschen was zu tun hat. Ach, wir haben Kundschaft. Siehst du, hier, ne? Da lässt sich keiner entgehen. Jetzt kommen wir mal hier mit unserem anderen Gefährt an. Hatte ich die Tür die ganze Zeit? Ach nee, doch, das sah gerade so aus, als wäre die Tür offen. Hallo. Hallöchen. Alles gut? Ach, stell mir das schon gemütlich vor. Man kennt das ja auch manchmal von, ja, von generell kleineren Städten, wo es auch so Fälle gibt mit Linien, die nicht ganz so, ja, frequentiert sind von Passagieren. Da gibt es dann auch so, ja, auch solche Minibusse, die da unterwegs sind. Auch Sprinter. Das waren aber wirklich nicht solche. Der hat hier hin, das muss man ja dazu sagen, eine Doppelachse. Und was hat der für eine Bereifung? Auch doppelbereift hinten jeweils. Gut, das ist wahrscheinlich dann, damit der hier auch die ganzen Fahrgäste mittragen kann. Wobei, ich glaube, der hatte eine zulässige maximal zulässige Gesamtgewicht. Da, ihr wisst, was ich meine, von, was war das, 7 Tonnen oder so? Irgendwie so war das, meine ich. Wenn ich mich nicht irre. Müssten es ungefähr gewesen sein. Und die Sprinter, die so in diesem Dienst unterwegs sind, die ich kenne, die haben, wie gesagt, keine Doppelachse. Die sind noch nicht ganz so groß. Passen einfach, weiß ich, 10 Leute rein oder so. Bin noch nie in einem mitgefahren, hab's ja immer nur gesehen. Weil wenn ich mit dem Bus unterwegs gewesen bin, dann war es meist eben auf Linien, die halt schon ein bisschen nachgefragter waren. Nur so der Wettkampf unter den Busfahrern. Ne? Wer kriegt die Linie mit den meisten Fahrgästen? Ich hoffe, dass jetzt unser Platz heute reicht. Nicht, dass hier gleich volles Haus ist und ja, gut, dann haben wohl ein paar Fahrgäste einfach heute mal Pech gehabt. Dann haben wir heute leider nicht ganz so viele Kapazitäten wie sonst. So. Schwuppdiwupp. Ja, der Bus, der lenkt etwas etwas untypisch für einen Sprinter oder generell ein etwas ein kleineres Fahrzeug als ein Bus, denn klar, die Fahrphysik ist für einen Bus ausgelegt, nicht unbedingt hier für so einen Minibus oder Van oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Daher hat es so ein bisschen sehr träge Reaktion. Aber gut, das ist natürlich dem Fakt geschuldet, dass wir uns hier in einem Bus-Simulator befinden und nicht in einem Van-Minibus-Simulator. Aber das ist ja nicht schlimm. Das dürfte ja auch nicht groß anders sein, wenn ihr zum Beispiel mit einem Auto in Omsi 2 unterwegs seid. Das waren wir übrigens noch nie, fällt mir gerade ein. Gut, ich habe es ganz früher einmal gemacht. Das ist wirklich lange her. Ansonsten habe ich das nie gemacht. Also mich jetzt nicht dafür schlagen, da kann ich auch nichts für. Wir machen jetzt ja auch nochmal ein schönes Bildchen. Na, ihr habt ja jedes Mal die Ehre dabei zu sein bei der Entstehung solcher Dollarbilder. So, schwupp. Das ist ganz schön hell, ne? Das ist helle Weiß und dann noch hier der Untergrund, da kriegst du ja echt... Uah. Ach, der gibt sogar von selbst gerade Gas, das ist ja lustig. Das hat er gerade schon gemacht. Ich weiß nicht, kann auch hier am Lenkrad ein bisschen liegen, gerade. Dass das so ein bisschen lustig gestimmt ist heute. So, gucken wir mal alles frei. Das, so muss das natürlich auch sein. Wenn wir kommen, ist immer alles frei, sonst machen wir uns hier freie Fahrt. Es wurde sich auch gewünscht, dass wir in der nächsten Aufnahme in Bad Kinsdorf den Wanderbus fahren. Das habe ich mir alles schon notiert. Das müsste eigentlich kein Problem sein. Und wenn es alles funktioniert mit der Linie, das ist manchmal so die Tücke bei Maps, dass, auch wenn man alles installiert, die irgendwie zum Teil trotzdem nicht so richtig wollen. Ja, ja gut, jetzt habe ich mich einfach mal vorgedrängelt, aber gut. Das ist halt so bei manchen Maps so das Problem, dass sie dann vielleicht trotzdem nicht hundertprozentig laufen. Aber mit Bad Kinsdorf Wanderbus, das sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. Auf jeden Fall habe ich für die Folge oder für die nächste Aufnahme auch schon eine Art kleine Überraschung dabei, was unseren Bus angeht. Denn wir werden mal wirklich was ganz anderes machen. Wir werden einen Bus fahren, den wir noch nie gefahren sind, in 485 Folgen Let's Play Omsi 2. Und der auch wirklich mal was sowas anderes ist, das haben wir noch nie erlebt. Das kann ich garantieren. Bleibt gespannt. Ich bleibe es auch. Und dann... Moment. Wir sind doch allmählich voll. Ne, brüllt der Busfahrer, ich bin voll. Ne, also... Ich meine jetzt nicht... alkoholtechnisch, sondern... fahrgastkapazitätsmäßig. So. Ja, ich glaube, langsam ist echt voll, ne? Also zumindest, was die normalen Sitzplätze angeht. Ja gut, jetzt sehen wir schon, das ist ja eigentlich kein Bus für die Linie, ne? Ich habe es ja schon geahnt. Aber trotzdem. Wir wollen doch mal immer was Neues erleben. Und da gehört, finde ich, sowas dazu. Ist halt auch mal eine ganz neue Erfahrung, mit so einem kleineren Gefährt durch die Gegend zu fahren. So, pass auf, jetzt haben wir hier Bornholmer Straße, ja. Bornholm. Bornholm sagt mir was, ja. Ach, das ist doch, glaube ich, so eine schöne kleine Insel. Na, Born, doch. Ja, doch, genau. Na, ja, vielleicht ist die Insel ja bald auch von mir nicht mehr sicher, wer weiß. Weil das hat mich schon öfters gereizt, da mal hinzufahren. Waldhofen. Rechts. Genau, da müssen wir gucken. Wir haben ja unser Ziel vor Augen, Waldhofen Bahnhof. Und das bietet sich ja auch... Ah, pass auf, jetzt sehe ich so nichts. Ach Mensch. Verdammter Quark. Jetzt so sehe ich gar nichts. Na... So, jetzt sehe ich wieder was. Schön große Glasflächen übrigens. Man kann nicht sagen, die Leute sehen nichts. Das ist wahrscheinlich genau alles beleuchtet, wenn es dunkel ist. Hinten die Heckscheinwerfer von Citaro, so sehen die zumindest aus. Oder ähnlich, die werden ja, glaube ich, auch zum Teil in Reisebussen eingesetzt, diese Rückleuchten. Also ich meine jetzt Rückleuchte nicht, wenn ich mich nach hinten setze, das ist keine Rückleuchte, also praktisch schon, aber ich meine wirklich die richtige Lampe. Ne? Ja, gut. War, glaube ich, jetzt auch ein ganz günstiger Witz. So,